Das da ist ein Mikro. Wow, für die Erkenntnis habt ihr das Video eingeschaltet. Nein, das da aber auch, genauso wie das hier zum Beispiel oder das, was ich hier um den Hals trage und selbst das hier ist logischerweise ein Mikro, wenn auch kein besonders gutes. Das sind nicht einfach nur unterschiedliche Designs oder Bauformen. Jedes dieser Mikrofone ist ein ganz grundverschiedener Typ für ganz grundverschiedene Einsatzzwecke. Was für euch das Richtige ist und wie ihr guten Ton hinbekommt, darum geht's heute im dritten Crashkurs. Auf geht's! Hi, mein Name ist Andi, ich bin Filmemacher und Fotograf, wobei ich de facto momentan beides eigentlich nicht bin. Dank Corona sitze ich nur am Schreibtisch und mache Konzepte und Buchhaltung. Yay, das ist so geil, wie es klingt. Aber es gibt ja noch YouTube, deswegen kann ich mich jetzt hier mit einem Thema beschäftigen, das so geil ist, wie es klingt. Und zwar Ton, also Mikrofone. Sieht man jetzt hier nicht so deutlich. Die Wahl des richtigen Mikrofons, für welche Situation und wie man es benutzt. Das wird so oft falsch gemacht, das sehe ich so häufig und das wird unterschätzt. Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. Deswegen versprecht mir, ihr schaut dieses Video bis zum Ende, ihr werdet es nicht bereuen. Okay, erstmal ganz allgemein. Es gibt zwei grundverschiedene Typen von Mikrofonen, quasi grundverschiedene Arten, wie ein Mikrofon funktioniert. Nämlich Kondensator und dynamische Mikrofone. Auf Letzteres kommen wir gleich zu sprechen. Die allermeisten Mikrofone, die wir so verwenden, sind Kondensatormikrofone. Für Videodrehs verwendet man sowas hier häufig, also Richtrohrmikrofone. Die gibt es von verschiedenen Herstellern oder auch hier so dieses Shotgun-Video-Mic von Rode ist ziemlich bekannt zum Draufstecken auf die Kamera. Der Name verrät ja eigentlich schon, das sind gerichtete Mikrofone, die nehmen also den Schall möglichst von einer einzigen pointierten Quelle auf. Haben dafür hier an der Seite solche Schlitze, die sind nicht dafür da, um auch ein bisschen Schall von der Seite aufzunehmen, das habe ich schon öfter gehört, sondern da wird quasi das, was hier seitlich auf diese Schlitze drauf trifft, gegenphasig von dem Schall, der hier vorne drauf trifft, abgezogen, könnte man sagen, subtrahiert. Das ist wie so ein Noise Cancelling im Mikrofon und sorgt dafür, dass wir am Ende idealerweise hauptsächlich den Schall haben, der vorne aufs Mikrofon trifft. Besonders deutlich wird es, wenn man mal hört, wie es klingt, wenn man aus der Richtcharakteristik des Mikrofons rausspricht. Da seht ihr, es fehlt nicht viel und der Ton wird richtig schlecht, also mit einem Richtrohrmikrofon immer gut zielen. So ein Richtrohrmikro ist also das Richtige, wenn ihr gezielt aus einer bestimmten Richtung Stimme zum Beispiel haben wollt. Ne? Interviewsituationen sind so ein Klassiker, hält man es jemandem unter die Nase oder an der Angel. Der Vorteil ist, dass man nicht ganz so nah an ein Objekt ran muss oder an eine Schallquelle, um eben trotzdem möglichst isoliert nur diesen Ton zu kriegen. Trotzdem ist natürlich näher dran besser. Kleiner Tipp übrigens noch, wenn ihr so ein Mikro aus der Hand nutzt, normalerweise ist ja ein Kabel noch unten dran, dann formt eine sogenannte Reporterschlaufe. Wenn das was am Kabel wackelt, ist nämlich hier der Anschluss, die Schwachstelle. Wenn das klappert, hört ihr das auf dem Ton. Mit so einer Reporterschleife tut ihr es nicht. Das nur nebenbei. Ich selbst, ja, hat es gerade in der Hand, nutze eigentlich so das Rode NTG2 seit 2009, seit 11 Jahren. Das hat mich 200 Euro gekostet, ist echt ein gutes Mikrofon. Mittlerweile kriegt man für denselben Preis schon das NTG 4 Plus, also einen wirklich guten Entry-Level-Preis, wie man so sagen könnte. Das Sennheiser MKE 600 hier kostet so etwas über 250 Euro. Das ist eine Preiskategorie, das ist preislich bei weitem noch nicht das obere Ende der Fahnenstange, aber ein sehr, sehr guter Einstieg, denn die Dinger sind klanglich top. Ich würde bedenken, so ein Mikro ist was, das hat man über viele, viele Jahre. 10 Jahre und mehr könnt ihr das locker benutzen, weil die haben ja quasi keinen Materialverschleiß. Also es gibt auch Mikros für um die 100 Euro, solche Stabmikros. Hört mal rein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich würde lieber einmalig ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und ihr habt viele Jahre Freude an einem deutlich besseren Ton. Okay, eigentlich hat das einen anderen Zweck. Ist natürlich eine Tonangel und hat die ganz simple Funktion, ja, den Arm letztlich zu verlängern. Vorne befestigt man das Mikrofon und in der Regel ist auf dieser Pistole hier dann auch noch so ein Windkorb drauf oder ein Popschutz. Popschutz, ne, der einfach die Funktion hat, diese Plosivlaute, die man so bei also Laute mit einem starken Luftzug, die man ausspricht, aufzufangen. Ja, und das hier ist natürlich total praktisch, wenn ich irgendwie meiner Schallquelle möglichst nahe kommen will, aber nicht nah sein kann. Also bei szenischen Produktionen, klar wird das verwendet, wenn man es irgendwie mit sich bewegenden Schauspielern mitführen möchte oder wenn ihr generell mobil sein müsst. TV-Teams haben logischerweise immer eine Angel dabei, die müssen immer schnell in der Lage sein, irgendwo für Interviews Ton zu greifen. Für statische Interview-Setups, wo ihr irgendwie jemanden einleuchtet oder sowas, oder auch für meine Moderation, wäre das hier eigentlich nicht das Richtige. Da würde ich eher
sowas hier bevorzugen. Einfach das Mikrofon auf einen Galgen oder einen C-Stand in dem Fall draufgepackt. Das ist statisch, man kann es perfekt auf den Standort der Schallquelle ausrichten und ihr braucht niemanden, der irgendwie eure Angel hält und schwere Arme kriegt. Wenn ihr euch bei der Aufnahme aber ein bisschen mehr bewegen wollt oder nicht angeln könnt oder nichts aufbauen wollt oder so, dann können Lavalier-Mikrofone genau das Richtige sein. Also Ansteckmikrofone. Die gibt es in Varianten, wo das Kabel direkt in die Kamera reingeht oder auch mit einem Sender. Das ist dann eine Funklösung, da ist der Empfänger direkt an der Kamera. Die haben Vor- und Nachteile. Also es sind auch Kleinmembran-Kondensatormikrofone, genau wie die Richtmikros, von denen wir es eben hatten. Die Charakteristik ist aber weit weniger stark gerichtet. Heißt, ich kann jetzt meinen Kopf so bewegen und so weiter und ihr solltet meine Stimme eigentlich immer einigermaßen gut hören, weil mein Mund halt nicht so schnell aus dem Richtpegel rausgeht. Nachteil ist natürlich, dass insgesamt mehr Umgebungsgeräusche aufgenommen werden. Also für sehr laute Umgebungen eignen sich jetzt solche Lavaliere eigentlich weniger gut. Da sollte man dann lieber irgendwie ein Richtmikro oder sowas verwenden. Was man aber natürlich auch machen kann, ist einfach mehrere unterschiedliche Mikrofontypen in einer Aufnahme zu kombinieren. Zum Beispiel dann, wenn ihr irgendwie Probleme mit der Raumakustik oder der generellen Umgebungssituation habt. Dabei muss das überhaupt nicht sein. Zum Beispiel bei diesem Spot hier hatten wir Probleme in einigen Einstellungen, dass der Raum zu klein war, als dass man mit der Angel nah genug rankam. Deswegen hatten wir dem Schauspieler einfach hinter seine Fliege noch ein Ansteckmikro geklemmt, das Kabel am Kragen nach hinten geführt und einfach mit zwei Mikros, Anstecker und Angel mit Richtmikrofon dran, die Situation mitgeangelt und konnten uns dann in der Postproduktion einfach den besten Ton aus beiden Quellen zusammenmischen. Ja, es gibt auch hierfür natürlich verschiedenste Modelle und Hersteller und so weiter. Das ist jetzt eine Funke von Sennheiser, die ist schon ein bisschen teurer. Ich glaube, das Set kostet so um die 800 Euro. Ich selbst nehme von Rode das Filmmaker Kit. Das ist auch eine Funklösung. Also ich habe hier meinen Sender und den Empfänger entsprechend auf der Kamera drauf. Ein günstiger Einstieg ist aber auch von Rode zum Beispiel das sogenannte Smart Lav. Kostet, glaube ich, um die 60, 70 Euro. Ist auch ein Ansteckmikrofon. Das geht direkt in die Kamera oder auch ins Handy rein. Je nachdem, welchen dieser beiden Stecker man verwendet. Der ohne Adapter ist fürs Handy, mit dem Adapter ist es für die Kamera. Und das ist ziemlich cool, weil ihr halt auch bei wirklich simplen, schnellen Aufnahmen, wenn ihr mal irgendwie, was weiß ich, eine Moderation ins Handy rein aufnehmen wollt oder ein ganz simples Interview mit dem Handy filmen wollt, zack, anstöpseln und euer Ton ist einfach so viel besser. So. Jetzt haben wir bisher nur von Kleinmembranmikrofonen gesprochen. Es gibt natürlich, oh Wunder, noch das genaue Gegenteil. Sowas hier, Großmembranmikrofone. Die findet man typischerweise in Studioumgebungen oder auch bei manchen YouTubern, die haben die sich so am Schreibtisch-Setup installiert, weil sie sich besonders gut für Sprachaufnahmen eignen. Und Hauptvorteil dieser Mikrofone ist das exzellente Rauschverhalten. Das heißt, wenn man wirklich hochwertigen Studioton haben will, wo er dann in der Regel nichts drauf sein soll, außer der reinen Sprache oder dem Musikinstrument, dann ist das hier das Mittel der Wahl. Die Stimme, das werdet ihr jetzt gerade merken, klingt dadurch wesentlich voller, wärmer, irgendwie größer. Und ja, das liegt natürlich auch hier am akustisch optimierten Raum. Wir sind in so einem Tonräumchen bei uns in der Produktion. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zum Vergleich mal das Lavalier wieder anstecke, dann merkt ihr vom Unterschied her, ja, das Mikrofon profitiert natürlich auch von diesem Raum hier, aber klanglich ist das schon nochmal ein ganz schöner Unterschied. Für Voice-Overs zum Beispiel, wo man jetzt nicht viel rumtanzt, wo man relativ nah zum Mikrofon steht, ist das hier meiner Meinung nach das Beste, was ihr machen könnt. Und ja, das ist totale Geschmackssache, so wie alles bei Ton sowieso eine extreme Geschmacksfrage ist und sehr subjektiv. Nachteil dieser Mikrofone übrigens ist die deutlich schlechtere Richtcharakteristik. Das heißt, wenn ihr nicht in so einem optimierten Raum seid, das heißt in einem Raum, der halt einfach mehr Raumhall zulässt, werdet ihr mit einem Großmembranmikrofon auch wesentlich mehr ungewollte Umgebungsgeräusche aufnehmen als zum Beispiel mit einem Richtmikrofon. In sehr lauten Umgebungen kommen dann allerdings Kondensatormikrofone irgendwann an ihre Grenzen. Dafür gibt's das hier. Zweite Gerätegattung, hatte ich eingangs erwähnt, es gibt auch noch dynamische Mikrofone. Die funktionieren technisch ein bisschen anders, ohne Eigenspannung, brauchen deswegen einen höheren Schalldruckpegel, auf gut Deutsch. Man muss einfach ein bisschen lauter reinreden und kann aber auch wesentlich näher rangehen, denn sie übersteuern nicht so leicht. Also ihr merkt schon, die eignen sich einfach für laute Umgebungen und werden deswegen typischerweise auch für Live-Gesang eingesetzt oder bei TV-Events irgendwie. Da seht ihr eigentlich immer diese kleinen Kugelmikrofone. Ja, aber für uns Filmemacher gibt es nicht ganz so viele Anwendungsfälle dafür. Also wenn ihr nicht gerade auf Events unterwegs seid und viel Interviews macht oder sowas, würde ich euch eigentlich immer raten, geht lieber mit einem guten Kondensatormikrofon, also einem Richtrohrmikro oder einem Lavalier. Ihr werdet vielleicht schon geahnt haben, es gibt nicht das eine perfekte Mikrofon für alle Situationen. Ich habe mich für meine Moderation zum Beispiel einfach für ein Ansteckmikro entschieden, für ein Lavalier, weil es mich am flexibelsten macht. Also ich muss nicht irgendwas aufbauen und es geht halt schnell. Klar, manchmal habe ich ein bisschen mehr Raum halt drauf, als ich es gerne hätte, weil meine Wohnung, wo ich viele Videos aufnehme, halt auch akustisch nicht so optimal ist, mit Fliesenboden und so weiter.
Ist halt so. Ich weiß, besseren Klang hätte ich, wenn ich so ein Richtmikrofon zum Beispiel an der Angel, ne, so über mich drüber, gerade so, dass es nicht mehr ins Bild reinragt, hängen würde, dann gäbe es weniger Hall und weniger Umgebungsgeräusche. Großmembranmikrofone machen für mich, für meine Art, Videos zu machen, eigentlich am wenigsten Sinn. Es gibt auch Leute, die sprechen ihre Moderationen da rein, aber die Richtwirkung hier ist ja noch schlechter. Also es würden noch mehr Raumhall, noch mehr Umgebungsgeräusche aufgenommen werden. Von daher, für Studios oder andere kontrollierte Bedingungen ist sowas hier ganz klar die erste Wahl. Und schlussendlich ein Aufsteckmikro direkt auf die Kamera, wie jetzt hier das Rode VideoMic Pro, nutze ich relativ selten. Also wenn, dann eigentlich nur für B-Roll-Aufnahmen, weil für Moderation, für Sprache ist mir dann doch im meisten Fall die Kamera einfach zu weit weg. Jetzt in dem Fall, die Kamera ist so ein Meter ungefähr entfernt und dann ist halt einfach der Abstand vom Mikrofon zum Mund schon wieder zu groß und die Tonqualität wäre nicht so, wie ich es gerne hätte. Abschließend noch ein paar Quick-Tipps für besseren Ton, mal ganz unabhängig von der Technik. Erstens, optimiert euren Raum mit Textilien. Also nutzt Kissen, nutzt Decken, Sitzkissen, sowas hier oder auch Omas hässliche Gartenauflagen. Das ist optimal geeignet. Es gibt auch professionellere Varianten, schallschluckende Wände oder Diffusoren. Das braucht ihr aber zwingend gar nicht für den Anfang. Bei meinem letzten Video zum Beispiel über Farbfolien hatte ich meinen ganzen Raum mit Decken und Kissen abgehangen, denn mein Esszimmer ist nicht gerade akustisch optimal mit den ganzen Fliesen. Das hilft schon unheimlich viel, insbesondere wenn es vor euch ist, also dort, wo ihr den Schall hinsprecht. Je mehr Textilien sich dort befinden, desto besser ist eure gesamte Akustik. Wenn ihr draußen seid, achtet ein bisschen darauf, wo eure lauteste Störquelle ist. Also wenn da drüben jetzt eine Autobahn wäre oder so, dann sollte ich nicht mich in diese Richtung angeln, sondern ganz einfach in diese Richtung. Also immer weg von der Störquelle. Drittens, wenn ihr euren Ton pegelt, auf der Tonpegelanzeige hier, versucht ihn so weit wie möglich nach rechts zu pegeln, ohne wirklich den rechten Rand zu berühren. Das heißt, wenn ich jetzt sehr laut spreche, merkt ihr, schlägt es rot an. Das sollte es nicht. Aber so weit wie möglich nach rechts, ohne den rechten Rand zu berühren. Viertens, wenn irgendwo Wind weht und sei es auch nur ein laues Lüftchen, holt euch einen Windschutz. Ich habe jetzt hier auf meinen Lavalier so einen kleinen Puschel drauf gemacht. Das ist richtig hilfreich. Oder auf dem Richtmikro, da gibt es diese Überzieher mit Fell. Und der Klassiker für den Tonkorb wäre hier die tote Katze. Seid mit sowas im Zweifelsfall lieber nicht zu sparsam, denn wenn ihr verrauschten Ton habt, das könnt ihr im Nachhinein praktisch nicht mehr retten. Und mit sowas ist dann hinterher vielleicht noch die Frisur im Eimer, aber zumindest nicht der Ton. Und abschließend noch der wichtigste Tipp, wenn ihr irgendwo ein Flugzeug hört, brecht die Aufnahme ab. Flugzeuge haben eine ganz fiese, tiefe Frequenz, die hört ihr auf dem Ton und die wollt ihr nicht drauf haben. Und das war's, Crashkurs Ton. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht, ihr konntet was mitnehmen. Gerade im Tonbereich gibt's halt so unglaublich viel zu wissen, dass dieses Video definitiv nur die oberste Oberfläche ankratzen konnte. Ich bin auch kein Toningenieur, muss man ganz ehrlich sagen. Mein Kenntnisstand hört irgendwann auch auf, denn es gibt gerade rund um Ton und Tonbearbeitung Dinge, die Normalanwendern wie mir und euch wahrscheinlich ewig verborgen bleiben werden. Aber das macht auch nichts, denn am Ende des Tages kommt es vor allem auf eine gute und saubere Aufnahme an. Und ja, das ist weit mehr als die halbe Miete auf jeden Fall. Jo, im nächsten Crashkurs geht es dann übrigens ins Editing in DaVinci Resolve, weil das gemäß der Umfrage bei meinem Schnittprogramme-Video das Programm war, was auf jeden Fall gerade am populärsten ist. Wir gucken uns das Programm im Allgemeinen an, aber auch bestimmte Workflows zu Grading, zu Audiobearbeitung und so weiter. Auch zur Cut-Page, denn die ist ein bisschen geiler, als ich anfangs gedacht hätte. Insofern, das wird interessant, das wird auch ein mehrgeteiltes Video, weil es ein bisschen zu viel für einen Kurs wäre. Ich freue mich drauf, macht's gut, bis zum nächsten Video, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Ciao.